So, hallo. Jetzt komme ich zu dem zweiten Video, wo ich das Kabel hier löten will. Sprich, das hier, das VGA auf Dienststecker. Hier haben wir ja den Dienststecker. Ich guck mal, müsste theoretisch klappen, wenn die Kamera das tut. Da den Dienststecker dazu. Und es sind ja nur wenige Pins. Es sind ja bloß 1, 2, 3, 4. Vier Stück und ein Audio, da mache ich ein Cinch-Kabel ran. So eine Cinch-Buchse. Und da könnt ihr dann wieder zugucken, so wie beim ersten Video. Das erste, was ich hier mache, ist einmal Stecker ab. Und dann wird das abisoliert und dann werde ich mir das durchklingeln. Ich gucke mal, ob ich den hier erhalten kann, den Ferrit. So, dann sehen wir uns nachher gleich wieder. So, jetzt bin ich noch mal kurz da. Ich will noch mal was zeigen. Und zwar habe ich hier die Kabel. Die waren hier immer paarweise. Entschuldigung, da. Warum stellst du jetzt nicht scharf? Müsste jetzt scharf sein. Immer so paarweise der blaue, der grüne, der rote, ein weißer und ein durchsichtiger und vier einzelne kleine Leitungen. Und durchpiepen tue ich das dann auf der Seite mit so einem Jumperkabel. Ich hoffe, man weiß, was ich meine. Wenn die Kamera mal scharf stellt. Hier so Stiftdings und jetzt muss ich mal gucken. Das ist der, da müsste der hier der rote sein und darunter der Masse für in der Mitte. Und das werden wir gleich haben. Hier habe ich meine Frühspitzen. Das sollte eigentlich piepen. Ja, jetzt piept er. Dann mache ich da einmal ran. Und da macht er nämlich Minus an dem roten. Aha. Die Masseleitungen sind alle durchverbunden. Das ist nicht so schlimm. Aber so in dem Dreh würde ich mir das jetzt durchpiepen, welches Kabel hier was ist. Und dann sehen wir uns nachher gleich wieder. So, da bin ich jetzt noch mal. Ich habe nämlich ein Problem. Wenn ich den Stecker so hier halte, so, wenn ich jetzt auf Pin 1, aber nicht von der Lötseite, so wie es hier unten steht. Hier steht von der Lötseite. Von der Lötseite wäre er nämlich genau so rum. Andersrum, dann wäre nämlich hier Pin 1. Aber wenn ich da gucke, ist das nämlich verkehrt. Also der rote hier geht dahin und sollte eigentlich da sein. Und das kann nicht stimmen. Er ist auch hier mit Pin 1 markiert, der Stecker. Ist jetzt der Plan falsch oder ist der Stecker falsch? Ich will das jetzt nicht so löten, wie das hier drauf ist. Und sprich hier auf dem hier das Signal drauf. Das ist in dem Sinne Pin 5. Das wäre hier der schwarze dünne, den ich hier habe. Und ich hatte es eben auf. Pin 5 ist hier Composite Sync. Und das kann nicht sein. Das passt nicht. Video Input Red ist 1. Das passt hier. 2 Video Input Grün passt auch. Und 3 Video Input Blau passt auch. 4 ist nicht connected. 5 ist Composite Sync. 6, 7, 8. 6 ist Erde. 7 ist Erde. 8 ist Erde. 9 ist nicht connected.
10 ist Ground, 11 ist Ground, 12 bidirektional Data, 13 ist horizontal, Sync haben wir hier auch, 14 ist Vertical Sync und dann 15 Data Block. Das würde nach dem Plan von der Lötseite her nicht passen. Was soll ich da jetzt machen? Ich spreche das mal kurz ab, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe das jetzt mal geklärt mit dem Kabel hier, mit dem Stecker und dem Stecker. Und der Stecker ist richtig rum eingezeichnet. Der passt, ist auch beim SCART-Kabel richtig. Das war nämlich auch noch so ein Ding. Nur der ist falsch eingezeichnet. Ich versuche das mal hier zu zeigen. Ich habe ja hier den abgeschnittenen Stecker. Ich habe hier eine Kamera. Ich versuche das mal einzufangen. Gucken, ob ich das hier genau eingefangen kriege. Aber irgendwie doch nicht. Was ist denn das jetzt? Jedenfalls. Den hier oben, die Reihe. Wenn ich jetzt darauf gucke, ist hier unten Pin 15. Kann man bestimmt erkennen, Pin 15. Da unten. So. Und wenn ich den jetzt so drehe, das ist da Pin 15. Hatte ich eben ja gezeigt. Hier sind wir jetzt. Die steht ein bisschen doof, die Kamera. Da unten. Und da hinten ist Pin 15. Nochmal, dann kann man das nochmal sehen. Da ist dann Pin 15. So, und Pin 15 ist der. Und wenn ich den Stecker nämlich genau so halte und da an der Ecke Pin 15 ist. Und da Pin 15, kann das nicht die Lötseite sein. Wenn ich nämlich jetzt von ausgehe, hier ist Pin 15 und ich drehe den jetzt einfach mal so rum und gucke von hinten drauf, ist nicht mehr da Pin 15, sondern da. Der Stecker ist falsch gezeichnet. Und zwar ist nämlich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So. Das dazu. Jetzt werde ich das noch mal durchpiepen, mir die Kabel raussuchen. Also ich weiß schon mal, hier die roten, grün und blau sind hier 1, 2 und 3. Und den Rest muss ich noch rauspiepen und dann habe ich das raus und dann sehen wir uns auch gleich wieder. So, jetzt haben wir das soweit. Eigentlich alle Kabel durchgepiept. Nur eine kleine Besonderheit. Hier ist ja rot. Moment. Die ist rot angemalt, das ist auch hier dieser ja, hellrote oder was auch immer dickere. Der grüne ist hier nicht der grüne, sondern der weiße, den ich hier habe. Das ist der weiße. Das ist weiß und der blau ist blau. So, und dann habe ich noch den durchsichtigen hier, das ist 13 und der grüne hier beim Kabel ist hier Pin 14, also die Farben passen hier nicht ganz mit den Farben hier so drauf, also rot, grün und blau ist jetzt hier nicht rot, grün und blau, das haben wir wohl irgendwie anders verbunden und ich habe hier direkt an dem Stecker gepiept, also kann ich mir auch sicher sein, dass das so passt. So, dann werde ich jetzt das gleich mal vorbereiten, denn das hier kommt jetzt erstmal direkt an den Stecker ran. Aber da muss ja noch, wie hier zu sehen ist, Widerstände rein und hier unten noch zwei Kondensatoren. Und das mache ich aber nicht im Stecker, das wird nicht funktionieren. Auch wenn der Herr meinte, das geht im Stecker, aber dafür sollte er mir ja die Lochraster mitschicken.
Und ich mache das per Lochraster. Und zwar Stecker hier ran, dann werde ich das hier auftrennen. Die Platine dazwischen nicht, das ganze Stück. Ich werde nur die drei Widerstände und die zwei Kondensatoren, und dann werde ich die Kabel anlöten und Schrumpfschlauch drüber. Wie ich eine Zugentlastung mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht nehme ich hier noch das Stück mit dem Loch. Oder ich mache ein größeres Loch auf der anderen Seite und Kabelbinder durch, links und rechts. Muss ich gucken, wie ich das mache. Also ich bereite es jetzt erstmal alles vor und dann können wir wieder zugucken beim Löten. Erstmal. Bis nachher gleich. So. Kabel habe ich mir soweit abisoliert und schon zusammengedreht, so wie ich es brauche. Und auch schon die Cinch-Kabel dazu mit dran gepackt. Dann löten wir das jetzt mal fest. So, zwar nicht hübsch, aber es geht. Und der hier ist ein bisschen schlimmer zu löten. Beziehungsweise das mit den Kabeln hier ist ein bisschen schlimmer zu löten. So, Pin 2, Pin 4, Pin 4. 5, 6, 7, 8 brauchen wir nicht, 9, 10 nicht, 11, 12 und 13 sind alle gelötet. Muss ich nur gucken, dass ich das hier mit dem Schirm ein bisschen hinkriege. So. Kann da jetzt wieder hinein. Dann kommt das
Metallteil. Was ist denn das? Irgendwo wird das jetzt versteckt. Ich melde mich gleich wieder, wenn ich es finde. So, jetzt habe ich das Teil hier gefunden. Ist doch runtergefallen. So, da wollen wir ja hier noch mit rein quetschen. So rum. Hier. Und dann die Kappe drüber. Irgendwie scheint die Kappe aber nicht so gerade die schönste zu sein. Warum auch immer. Gut. Solange das in den dazugehörigen Dings reinpasst, ist das okay. So, dann ist jetzt hier der Stecker fertig. Na, dahin, aber es fehlt noch was und das mache ich jetzt hier zwischen. Eben wie gesagt, die Stück Lochraster und Dings dazwischen, die muss ich mir noch zurechtschneiden. Wie ich das jetzt direkt mache, weiß ich noch nicht. Mache ich das jetzt so. Dann habe ich links und rechts ein Loch. Das ist blöd. Wenn ich das so tue, habe ich da. Wenn ich das so mache. Direkt gleich nebeneinander machen. 3, ja, doch müsste funktionieren. Und dann mit dem Bohrer eben auch so Loch machen, dass ich damit einen Kabelbinder zum Beispiel Kabel festmachen kann, dass es ein bisschen zuckentlastet ist. So, das mache ich dann nachher gleich fertig und dann also soweit. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann bin ich wieder. Jetzt habe ich hier die Platine. Ich habe auch ein Stück Schrumpfschlauch, der passt auch darüber. Ich habe noch ein bisschen die Seiten abgeschnibbelt, abgeschliffen. Kann man glaube ich sehen. Müsste soweit passen. Schaue ich mal, das müsste gehen, wenn ich das da so damit hier so mit Kabelbindern festmache. Sollte gehen. So. Dann muss ich das jetzt hier nur auftrennen. Am besten ist, ich schneide das einfach so auf. Oder? Nee, ich muss ja noch hinkommen. Muss ich zwischendurch durchschneiden. So. Schneide ich hier mal durch und dann friemeln wir das da so zwischen. So, jetzt ist das wieder ab, wieder auseinander, wieder zusammenlöten. Gut, ich versuche das mit dem Schirm irgendwie so zu lösen, dass ich den extra zusammen mache und daneben im Schrumpfschlauch lege, extra zugeschrumpft. Ich hoffe, es klappt. Ich glaube nicht. Ansonsten habe ich noch irgendwo ein bisschen Klebeband. Das wird schon irgendwie hinhauen. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich soweit bin mit den Kabeln abisolieren und so weiter. Und dann guckt ihr wieder zu.
So, habe hier die Platine jetzt fertig. Ich glaube, das habe ich schon gesagt. Hier habe ich die Widerstände und Kondensatoren, die ich brauche. Kabel habe ich soweit auch fertig. Wo haben wir die denn? Kriegen wir die jetzt hier kurz ins Bild. Da. Habe ich dann schon soweit fertig gemacht. Als erstes wollen wir mal die Widerstände da rein drücken. Mal gucken, ob das jetzt so klappt. Das müsste aber so klappen. Das so mit dem Fokus hier so hinkriege mit der einen Kamera. Jetzt lässt mich gerade die eine Kamera anstichen. So. Und dann den zweiten Widerstand. Thank you.
Nicht schön, aber selten. So. Nicht, du bist aus Alu. Boah. Ein Alu-Schirm oder was? Kann doch wohl nicht wahr sein. Dann nicht. Machen wir das anders. Machen wir das so als Sicherung sollte halten, sollte gehen. So. Dann haben wir noch die Pins hier. Sollte jetzt haben auf Pin 1 nach Pin 11 muss ich jetzt umdenken, das ist 13. Dann ist das 11, 75 Ohm. 75 Ohm. Pin 2 sollte auch haben, dahin, 75 Ohm. Und der Pin sollte auch 75 Ohm haben. Hat er. So, dann haben wir, das soll Masse sein. Pin 13, der nicht, der soll wieder, hat er, der auch, hat er. So, dann soll der Pin mit Pin 12, der hier am Außen, hat er. Der soll die anderen haben. Hat er auch. So, Kabel passt. Soweit. Ähm,
kriegen wir das jetzt hin? Pin 2, Audio. Habe ich jetzt irgendwas, was da reinpassen würde? Hier Pin 1. Gut, Audio hat er auch. Und Masse. Jo. Hat er. Gut, so, Kabel ist fertig, durchgepiept. Ist in Ordnung. Nicht schön, aber selten. Aber dafür die Dingsplatine, weil das passt nicht in den Stecker hier hinten rein. Das kriege ich da nicht rein. Nicht ordentlich und vernünftig, das wird nichts. So, und falls mal was ist, kannst du ja, du weißt ja, wen ich meine, das hier ja aufschneiden und das ablöten und neu löten. Dann musst du nicht im Stecker löten. Dann kannst du hier im Stecker die Kabel so lassen und kannst du da ein neues Kabel löten. Oder wenn du ein neunpoliges Kabel brauchst. Das sollte theoretisch dasselbe sein, weil ich komme ja zur Platine wie hier mit Pin 13, Pin 12, Pin 9 und Pin 1. Du musst ja bloß hier dann ändern, die eine Seite. Das sollte nämlich passen. Du müsstest nämlich bei einem 9-poligen die drei bei einem 9-poligen, also CGA oder was, Monitor, die drei hier auf eine andere Pins setzen beim neuen Poling, die Masse genauso und H und V sind genauso. Und deswegen kannst du das aufschneiden, hier an der Platine ändern und fertig. Dann musst du nicht im Stecker löten. Gut, danke fürs Zugucken. Das Video war jetzt nicht so, ja, nicht so schön wie das andere. Hat aber gewisse Gründe, wieso, weshalb. Aber vielleicht hat es euch ja trotzdem gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Okay, tschüssi.